Erleben wir derzeit die Finanzkrise 2.0. Immerhin ist das, was an den Märkten jetzt passiert, vor allem auch in der Wall Street, durchaus historisch. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Zunächst ein paar Fakten, Kursfakten. Wir erleben die schwächste Handelswoche der Wall Street seit der Finanzkrise. Und zweitens, wir erleben den größten Verlust bisher des Dow Jones im Februar, der größer ist, oder dieser Verlust ist größer als in jedem Monat seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Und der S&P 500, der ja kürzlich ein Allzeithoch erreicht hat, hat jetzt in 6 Tagen mehr als 10% verloren. Das gab es von einem Allzeithoch kommend direkt in die Korrektur reinlaufend, also mehr als 10% Verlust. Das gab es zuletzt im Jahr 1928. Das ist auch schon ein paar Tage her. Also wir sehen, da ist schon einiges in der Mache, da ist einiges passiert. Schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Wir haben im Grunde ja die Zerstörung eines Narrativs, die Erzählung, Aktienkurse steigen immer, weil die Fed im Markt ist und weil sowieso alles nach oben gehen muss, Fahnenstangen mit Substanz, so lautete das Mantra dieser Auffassung. Und es ist wie immer eigentlich an der Börse, diejenigen, die glauben, dass es kinderleicht sei, an der Börse Geld zu verdienen, die werden früher oder später dann heftig bestraft. Das System mändelt dann diese Leute aus, die glauben, das ist doch ein Selbstläufer. Da kann jeder Blinde, jeder Depp kann da richtig Gewinne erzielen. Das hat ja eine Zeit lang funktioniert. Es funktioniert eben immer nur so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann sind die Verluste gleich so groß, dass es die Leute aus den Depots kegelt. Da dürften jetzt einige Privatanleger in den USA schon in freudiger Erwartung sein dessen, was da von ihren Brokern als Monatsabrechnung kommt. Da dürfte das Blutbad relativ heftig sein. Zur Erinnerung, im Herbst, im Oktober hatte Charles Schwab, hatten Ameritrade, E-Trade, alle die Gebühren auf Null gesenkt. Und dann sind Mom und Dad richtig reingesprungen in Aktien. Kaufen, 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 ETFs, Optionen, die Aktien selber, alle schön rein. Gewinne, 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 ist doch super gelaufen und dann macht es plötzlich Bums. Wir sehen übrigens in der invertierten Zinskurve, in der invertierten Kurve des VIX, das heißt, da steht zum Beispiel der April-Kontrakt über dem Mai-Kontrakt. Das bedeutet, dass die Investoren sich jetzt für den April, auf jeden Fall mit Laufzeit April, massiv abgesichert haben auf, mit dem Kauf von VIX-Kontrakten, diesmal auf der Long-Seite. Man rechnet also zumindest bis April noch mit ziemlich heftiger Volatilität und da könnte durchaus was dran sein mit dem Datum April. Schauen wir uns mal hier eben die Zerstörung des Narrativs auch auf fundamentaler Seite an. Hier sind die Gewinnerwartungen für die S&P 500 Unternehmen und da ging es also ziemlich scharf nach oben für das Jahr 2020. Das kann man jetzt alles knicken. Gewinnwarnungen von Microsoft und wie auch immer, es hagelt ja davon, von diesen Gewinnwarnungen. Und die Zerstörung des Narrativs, die zeigt sich eben besonders bei diesen besonders starken Fahnenstangencharts, bei diesen besonders intensiven Blasen. Eine Tesla, die heute 12%, zumindest zwischenzeitlich, verloren hat, jetzt 30% in wenigen Tagen verloren hat. Noch krasser, Virgin Galactic, eine Aktie von einem Menschen, nämlich Richard Branson, der ebenso wie Elon Musk zum Mars fliegen will. Aber wer ganz hoch hinaus will und dann auch ganz hoch steigt, der fällt dann eben auch mal ziemlich schnell und ziemlich tief. Und genau das passiert jetzt. Es sind diese Übertreibungen, die ausgepreist werden. Es sind diese Leute, die long in diesen Aktien waren, sind oder mit Optionen. Super gelaufen, super gelaufen. Also nochmal draufspringen, wird ja immer weiter steigen, die jetzt eines Besseren belehrt werden. Wir haben innerhalb kurzer Zeit jetzt gesehen, dass alles weg ist, was seit September, Oktober, als die Fed eben damals begann, Repo-Operationen zu machen, als sie ihr Nicht-QE begann. Das ist jetzt alles innerhalb von wenigen Tagen ausgepreist. Der Dow Jones hätte jetzt seinen schwächsten Monat nach aktuellem Stand seit der Finanzkrise. Das geht also relativ zackig. Da ist durchaus Schmackes am Start. Und insgesamt sehen wir, dass eben die Bewertungen auch extrem waren. Das ist der sogenannte Buffett Indicator von Warren Buffett, werden Sie kennen. Da waren wir kürzlich fast bei 159%. Dieser Indikator misst die Marktkapitalisierung im Vergleich zur in Relation zum US-BIP. Waren wir bei knapp 159, jetzt sind wir immer noch bei 147. Immer noch sportlich, aber eben nicht mehr so wahnsinnig krass übertrieben. Und wir sehen auch, das ist vielleicht so eins der entscheidenden Punkte, dass nicht nur Coca-Cola heute gewarnt hat, ja, die Süßstoffe, die wir beziehen, die beziehen wir vorwiegend aus China, haben wir bald einen Engpass, sondern auch, dass Donald Trump es eben nicht geschafft hat, irgendwie die Märkte hier zu beruhigen. Ganz im Gegenteil, man hatte das Gefühl, und das sagen viele in den USA, Medien wie auch Hedgefonds,
dass die Trump-Regierung sich weniger wirklich um das Coronavirus kümmert, sondern sich eben vorwiegend wieder aufgehalten hat mit Kritik an der Trump-Administration. Und das ist nicht gerade beruhigend. Fluglinien minus 25% in 2 Wochen. Japan hat die Schulen bis Ende März geschlossen. Also da ist doch durchaus einiges an der Mache. Wir sehen, dass die Aktienmärkte wieder mal, dass Leuten der Alarmglocken nicht vernommen haben. Die Alarmglocken kamen vom Anleihemarkt. Ich hatte immer wieder auch gesagt, die Aktienmärkte tun so, als würden sie auf einem anderen Planeten leben. Anleihemärkte, Devisenmärkte, Rohstoffmärkte, alle haben signalisiert, Stress voraus. Die Aktienmärkte sind fröhlich weitergestiegen. Wir sind unverwundbar und dann macht es eben auch mal Bums. Was wir hier sehen, das haben wir schon mal gesehen. Was ich Ihnen hier noch zeigen will, ist, dass die Fed, die New Yorker Fed, heute nur 25 Milliarden Dollar in den Markt gepumpt hat. Das ist ein Kinkerlitzchen. Das ist ein bisschen wenig. Vielleicht geht es eben auch deswegen nicht dann so steil wieder rauf. Wir haben jetzt eine starke Erholung gesehen, gleich dazu mehr. Wir sehen aber, dass vor allem jetzt diese Coronavirus-Impfstoff-potenziellen Aktien, die also einen solchen Impfstoff entwickeln können, auch massiv nach oben steigen. Moderna, Alpha Pro 34%, 20%, 42%. Auch das ist eine Blase, meine Damen und Herren. Auch das wird wieder in sich zusammenfallen, genauso wie bei Tesla, genauso wie bei Virgin Galactic. Das ist eines wie das andere. Schauen wir uns dann mal die Charts an. Vielleicht hier noch ganz kurz das, was jetzt passiert ist. Wir haben 5 Billionen aus den globalen Aktienmärkten jetzt wieder entfernen müssen. Das entspricht etwa dem BIP Japans, nur mal als Einordnung. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, ist der Tageschart des Nasdaq 100. Und die Charts sind, ja, meine Damen und Herren, von Capital.com. Wir sehen, wir haben hier diese doch etwas herbere Abverkaufssituation. Kann mal passieren. Das sind Fehlallokationen von Kapital, die eben durch die vermeintliche Risikofreiheit der Aktienmärkte hier passiert sind. Hedgefondsmanager, Vermögensverwalter, Private, alle rein, rein, rein. Alle haben die Warnsignale nicht hören wollen. Und irgendwann muss man dann eben auch fühlen. Wir sehen den S&P 500, wen er denn kommt, da ist er, 3081. Wir waren schon in Sichtweite der 3000er Marke. Da war viel Schmerz, da war viel Enthebelung der Fall. Wir sehen den DAX, der jetzt immerhin wieder bei 12.471 ist. Wir waren schon unter der 12.250er Marke. Erstaunlich ist übrigens, dass man in deutschen Medien kaum etwas von diesem heftigen Abverkauf liest. Da ist nicht irgendwie Panikmeldung, alle raus aus Aktien. Keiner spricht wirklich drüber. In den Zeitungen findet sich da nicht wirklich etwas. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,0996, war schon bei der 1,10er-Marke. Wir sehen Gold bei 1.643, nicht so wirklich überzeugend, was Gold jetzt aktuell hier macht. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das schon im Bereich 46 war. Also hier auch einiges im Argen. Das, was wir hier sehen, wird auch irgendwann vorbei sein. Vermutlich im April, dann wird dieses Virus vermutlich verschwinden. Bis dahin aber wird noch viel passieren, werden wir wahrscheinlich auch tiefere Kurse sehen, neben diesen impulsiven Erholungen, weil sozusagen Stück für Stück der Schaden, der dadurch angerichtet wird, erstmal eingepreist wird, weil Positionen adjustiert werden müssen, weil das Narrativ angepasst werden muss und das geht nur unter Schmerzen. Aber es ist keine Finanzkrise 2.0, das zumindest ist meine These und jetzt sage ich Servus und Ciao, meine Damen und Herren. Freut mich, wenn wir uns morgen zum Videoausblick sehen würden und wenn nicht, meint, dann ist halt so. Servus.